Und vielen Dank. Genau. Und darüber wollen wir uns halt heute unterhalten, um auch darüber nachzudenken, wie wir in der jetzigen Situation genau Verbesserungen auch erkämpfen können, von anderen Gesellschaft auch kämpfen können. Also ich würde damit anfangen zu sagen, da es insbesondere auch um die Jugend geht, dass wir auch eben eine Generation entsprechen, der oftmals erzählt wurde, dass wir in einer sehr freien Welt, in einer sicheren Welt leben würden, wo es keine Kriege gibt, wo es keine Seuchen gibt, wo wir studieren können, was wir wollen und wo wir voraussichtlich eigentlich genau gute Arbeitsbedingungen auch haben können. Und wir sehen genau insbesondere auch heute, aber auch in den letzten Jahren durch die Pandemie auch, wie unsere Generation weltweit davon geprägt wird, von den krassen Zukunftsängsten. Also das hat natürlich auch gute Gründe, wie wir alle wissen. Die Klimakatastrophe, der Krieg, das sind alles politische Phänomene, die es sehr, sehr unsicher machen und all diese Versprechen der Vergangenheit eben zu dieser Zeit zurückbringen. Etwas, was wir nicht als eine Zukunft wahrnehmen. Und das ist deshalb auch umso bedeutender, weil wir gerade durch den Krieg erlebt haben, wie die Verschlechterung der Situation sich auch in imperialistischen Zentren verlagert hat, während bei der letzten Weltwirtschaftskrise, das ist gerade stehen geblieben, das ist nicht gut. Oh. Ihr seht mich? Und wenn ich so spreche, seht ihr? Okay. Dann spreche ich einfach mal weiter. Genau. Die Situation hat sich natürlich auch verschärft und eben in imperialistischen Zentren auch. Wir sehen das sehr klar und deutlich mit der Inflation. Und wir sehen das aber insbesondere, also Bezug auf die Zukunft, dass sich im Rahmen des Ukraine-Kriegs eben die großen, die globalen imperialistischen Mächten, die Staaten sich krass bewaffnen. Und das fällt alles unter diesem Stichwort von Olaf Scholz, eben diese sogenannte Zeitenwende. Und diese Zeitenwende ist eigentlich das, was unsere Situation heute kennzeichnet. Wir sehen eine ganz krasse Militarisierung in Deutschland, eine Aufrüstung von über 100 Milliarden Euro. Ein Geld, was eben in Bildung und Pflege, all die Bereiche, die eigentlich notwendig wären, weiter auszustatten, wo krass darin gespart werden soll, was jetzt vor kurzem auch sinnbildlich in einem Statement vom Verteidigungsministerium eben offenbart wurde, wo gesagt wurde, dass die derzeitige laufende Tarifrunde im öffentlichen Dienst eine Gefahr auch finanziell für die Aufrüstung ist, was ein Skandal eigentlich ist. Und wir sehen eben auch mit den Waffenlieferungen von Leopard, Panzern auch in die Ukraine und der Diskussion zu den Kampfjets sowie auch zu dem der Wehrpflicht, dass die Zeichen stehen auf noch mehr Eskalation. Und diese Situation mit härteren Blockkonfrontationen, mit einer Verschärfung der Krise und von Kriegen, die dominiert die jetzige Situation. In dieser Lage ist es eben so, dass von diesem Versprechen von früher nicht mehr viel bleibt und deshalb viele Jugendliche, viele junge Menschen eben auch in diesem System keine Perspektive sehen, aber oftmals sehr hoffnungslos und isoliert eben mit dieser Angst, mit dieser Wut bleiben und viele eben auch verzweifeln. Und deshalb wollen wir eine andere Perspektive aufschlagen, eine Perspektive, in der wir selber zu Subjekten werden und dafür kämpfen, in einer besseren Welt auch zu leben. Und neben den ganzen Krisen, die ja schon benannt wurden, haben wir auch schon in den letzten Jahren große Mobilisierungen auch gesehen von der Klimabewegung, von antirassistischen Bewegungen wie Black Lives Matter oder auch weitere. Und insbesondere auf internationaler Ebene haben wir in den letzten Jahren eine enorme Menge an Aufständen gesehen, wie in Chile, Ecuador oder wie derzeitig auch in Peru gegen eine harte, harte Repression. Und wir sehen aber auch eben in Europa vor allem, dass sich eine Welle an Massenstreiks entfaltet, besonders in Großbritannien und in Frankreich. Eines der Gründe, weshalb wir ja auch heute da sind, um darüber zu diskutieren. Und wir sind der Überzeugung, dass wir als revolutionäre Sozialistinnen auch in dieser Situation eine krasse Möglichkeit auch haben, aufgrund dieser Arbeitskämpfe, die zeigen, dass die Arbeiterinnenklasse, die oftmals gesagt wurde, dass sie gar nicht existiert, durchaus existiert und eine historische Rolle übernimmt gegen die Inflation und gegen die Krise. Und in dieser Situation sind wir der Auffassung eben, dass die Jugend, die mit all dieser Unzufriedenheit, mit all dieser Angst einen Umschlag machen muss und eine strategische Einheit mit der Arbeiterinnenklasse suchen muss, weil sie eben diejenige ist, die dafür sicherstellt, dass jeden Tag alles am Laufen bleibt, aber deshalb auch die Möglichkeit besitzt,
all das zu verändern, durch diese Stellungen die Gesellschaft zu verändern. Und deshalb sagen wir, dass wir eben eine revolutionäre antiimperialistische Jugend aufbauen wollen, die sich gemeinsam mit der Arbeiterinnenklasse zusammentut und mit einem Programm gegen Unterdrückung und gegen den Krieg, gegen den Militarismus und Imperialismus für eine sozialistische Perspektive kämpft. Und dabei ist es ultra notwendig, wie wir auch sehen, dass all die Führungen, die sich als progressiv darstellen, im Wesentlichen keine Verbesserung erkämpfen, wie wir das auch beim Beispiel zum Beispiel von Deutsche Wohnen Enteignen in Berlin durch der Linkspartei auch sehen können, und dass wir uns deshalb unabhängig eben von diesen Parteien, von diesem bürgerlichen Staat und insgesamt von der Bourgeoisie, die nichts anderes tut, als uns in die Misere zu treiben. Aber deshalb können wir uns zusammentun und auch selbst organisieren. Und in dieser Perspektive wollen wir eben die heutige Veranstaltung machen mit Albert Danul von Le Point Levé und Revolution Permanente. Sie ist an der Universität Mireille in Paris. Le Point Levé ist, wie gesagt, die Jugendorganisation von unserer Schwester Organisation Revolution Permanente in Frankreich. Und sie sind an mehreren Universitäten in Paris, aber auch in anderen Städten wie Bordeaux, Montpellier und weitere, und kämpfen mit eben ein solches Programm, also gegen die Sparmaßnahmen in der Bildung, der patriarchalen und imperialistischen Unterdrückung. Und sie tun dies jetzt gerade auch insbesondere im Zuge des Kampfes gegen die Rentenreform, die Millionen von Menschen auf die Straße in Frankreich gebracht hat, und in dem Kontext sie auch Wahlen, also Studierendenwahlen in Paris, in Bordeaux und Toulouse auch gewinnen konnten. Und genau, darüber wollen wir eben mit Alberta diskutieren. Sie würde einen Input halten, und später könnt ihr auch gerne Nachfragen stellen. Dann will ich übergehen. Bonjour. merci de m'avoir invité. Je suis contente de venir prendre la parole dans cette réunion avec vous. Du coup, moi, je suis étudiante en philosophie à Toulouse, et je suis militante, du coup, comme il a dit Liam, à Révolution Permanente et au Point Levé. Aujourd'hui, en France, il y a un grand processus de lutte des classes contre la réforme des retraites de Macron. Et donc, je vais essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer, mais surtout quels défis aujourd'hui nous, on a, la gauche révolutionnaire en France, pour pouvoir généraliser la grève et gagner contre Macron. Je vais essayer de parler pas trop vite pour qu'ensuite la personne qui va traduire ne galère pas trop. La première chose, c'est qu'il faut voir que c'est un processus qui est très très profond, qui est inédit en France. Depuis les années 80, il n'y avait pas eu autant de manifestants dans la rue. Pour donner un ordre d'idée, le 31 janvier, il y avait plus de 3 millions de personnes dans la rue, donc ça veut dire une quantité de gens absolument inédite, et pour le début d'un mouvement social, c'est absolument nouveau. T'es sûre que tu veux pas dire maintenant? Tu veux tout dire d'un coup à la fin, Inès? Ouais. Okay. Genau. Ich übersetze. Also, Alberta hat sich vorgestellt und gesagt, herzlichen Dank. Ich crois qu'il faut que tu te... Ouais, que je me... Herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin super zufrieden, dass ich hier heute sprechen darf. Ich bin Philosophiestudentin in Toulouse und organisiert bei Revolution Permanente. Das ist die Schwesterorganisation von Rio und Le Point Levé. Heute in Frankreich gehen super viele Leute gegen die Rentenreform auf die Straßen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ich werde in meinem Beitrag vor allem erklären, was genau da gerade passiert und wie wir als revolutionäre Linke es schaffen können, diesen Streik, die Streiks, die es sozusagen gegen diese Rentenreform immer wieder gibt, auch zu verallgemeinern. Und zuallererst wollte ich sagen, dass es ein sehr tiefer Prozess ist, der sich gerade in Frankreich abspielt, der zurückgeht bis in die 80er Jahre, wo es auch schon sehr große Proteste und viele Menschen auf den Straßen gibt. Am 31. Januar diesen Jahres waren 3 Millionen Menschen auf den Straßen. Das ist schon eine neue Qualität.
Et du coup, oui, c'est un mouvement de classe qui est très grand contre le projet de réforme des retraites de Macron. Dès le début, c'était très clair pour tout le monde que le projet, c'était de faire travailler tout le monde 2 ans de plus. Personne du gouvernement n'est capable, en fait, aujourd'hui, de pouvoir défendre quelque chose de progressiste qu'il y aurait dans cette réforme. Et c'est ce qui explique la massivité importante du mouvement. C'est-à-dire que c'était très clair pour tout le monde dès le début que c'était une réforme qui était absolument injuste et innécessaire. Puisque, en plus, le gouvernement agite la question du déficit comme s'il manquait en fait 100 milliards d'euros aujourd'hui pour financer les retraites, mais c'est le même montant qu'il est en train aujourd'hui d'injecter pour réarmer en fait, enfin, en tout cas mettre plus d'argent dans l'armée notamment française, pour financer y compris la généralisation d'un service militaire ici en France qui avait été supprimé, qui va être remis à l'ordre du jour pour une partie des lycéens. Donc, très vite, tout le monde était contre cette réforme. Es ist deshalb sozusagen eine sehr große Bewegung, die sich das Ziel gesetzt hat, ein Recht, also naja, den Status quo zu verteidigen. Die Reform sieht vor, dass alle in Frankreich 2 Jahre länger arbeiten müssen, das Rentenalter um 2 Jahre zu erhöhen. Also das erklärt die Massivität der Bewegung von Anfang an, war super klar für alle, dass es eine sehr ungerechte und unnötige Reform ist. Wo auch immer seitens der Regierung gesagt wurde, dass 100 Milliarden Euro fehlen, um diese 2 Jahre Renten weiter zu zahlen an die Leute, während die gleiche Regierung dieses Geld in die Aufrüstung der französischen Armee steckt. Mais aussi ce qui explique aujourd'hui le grand mouvement de lutte des classes qu'il y a en France, c'est aussi tout un tas d'autres facteurs. Je crois que Liam, tu parlais dans l'introduction de la question de l'inflation, qui touche évidemment aussi les travailleurs et les travailleuses en France. Mais il y a aussi tout plein de choses qui se sont passées en fait pendant le Covid, où les gens ont commencé à questionner le rapport qu'ils avaient au travail, à quoi ça sert de travailler si ça ne me permet même pas de pouvoir me nourrir en fait, tout simplement, ou y compris de pouvoir profiter de ma vie à la fin de mon travail. Et du coup, il y a tout un rapport en fait à la société, à pourquoi est-ce qu'on travaille, à quoi ça sert. Il y a un slogan qui est très connu qui dit « je ne veux pas perdre ma vie à la gagner ». Qui est très présent aujourd'hui dans la mentalité en France, et ça se voit qu'il y a quelque chose de plus profond que juste la question des colères qui est en train de se jouer dans la jeunesse. Il y a les questions de précarité étudiante, où il y a plus de la moitié des jeunes qui travaillent aujourd'hui à côté de leurs études, mais aussi toutes les questions de sélection à l'université qui sont de plus en plus rudes, et c'est toutes ces choses-là qui sont en train de venir d'être posées sur la table avec ce mouvement de lutte des classes. Es ist allerdings hinzuzufügen, dass auch andere Faktoren eine große Rolle spielen. Liam hat es in der Einleitung schon gesagt, in Frankreich leiden wir auch unter einer hohen Inflation, die vor allem alle Arbeiterinnen und Arbeiter betrifft. Wir können aber auch zurückblicken auf die Zeit der Pandemie, in der viele Leute angefangen haben, in Frage zu stellen, warum sie überhaupt arbeiten, wenn sie von dem Geld, was sie verdienen, es sich nicht mal leisten können, ausreichend zu essen. Das ist eine Frage, die sich die ganze französische Gesellschaft heute stellt. Wozu arbeite ich überhaupt, wenn ich dann später in Altersarmut falle? Das heißt, was gerade in Frankreich passiert, ist ein tieferer Prozess als nur die Wut zum Beispiel auch der Jugend, die unter besonders prekären Verhältnissen lebt und arbeitet, insbesondere auch StudentInnen. All diese Fragen, ja, werden sozusagen auch wieder aktualisiert mit dem Streik. Donc, du coup, c'est un mouvement massif, comme j'ai dit, pour toutes les raisons politiques que j'expliquais. Et il faut voir que c'est très différent que les différents processus de lutte des classes qu'il y a eu dans les dernières années, puisque si Macron, il a toujours été confronté à pas mal de luttes des classes, vous avez sûrement vu les images pendant les Gilets jaunes avec beaucoup de toute la classe ouvrière périurbaine qui s'était confrontée à la police très violemment en remettant en cause non seulement les questions du pouvoir d'achat, mais aussi qui criait Macron démission. C'est un mouvement très radical. Le mouvement contre la réforme des retraites, pareil, c'est un mouvement, il y a 2 ans, une autre réforme des retraites avait aussi été très radicale avec un mot d'ordre de la base des grévistes qui disait « la grève aux grévistes ». Et dernière phrase, tout ça pour dire que Macron connaissait les mouvements très radicaux et même la bourgeoisie, les analystes bourgeois disaient
attention, il est en train de se passer quelque chose en France vis-à-vis de la radicalité qu'il y a dans la base des mouvements, mais il ne connaissait pas la massivité, c'est-à-dire le fait d'avoir 3 millions de personnes dans la rue et pas juste dans les villes les plus importantes en fait, de France comme Paris, Bordeaux, Toulouse, etc. Mais dans tous les petits villages de France actuellement, il y a des mobilisations. Et pour donner une idée de cette massivité, il y a une ville qui s'appelle Foix en France où il y a 15 000 personnes qui ont manifesté alors qu'il n'y a que 10 000 habitants dans cette même ville, pour donner une idée de à quel point il est en train de se passer quelque chose. Sorry. Es ist also eine Massenbewegung, die sich auch einreiht in die ganzen Klassenkampfprozesse der letzten Jahre. Seit Macron im Amt ist, stand er ja immer schon vor verschiedenen klassenkämpferischen Phänomenen, wo ihr sicherlich auch Fotos und Videos gesehen habt, Artikel gelesen habt, etc. Es gab zum Beispiel die Gelbwestenbewegung, krasse Konfrontationen mit der Polizei, aus der unter anderem ja auch die Forderung entstanden ist, dass Macron zurücktreten muss. Massen haben gerufen, Macron démission, also das heißt Rücktritt von Macron. Auch im Rahmen der Proteste gegen die Rentenreform, eine andere Rentenreform vor 2 Jahren, kam eine Forderung auf, wo die hieß, der Streik den Streikenden. Etwas passiert in Frankreich, hat Macron jetzt gesagt, weil er selbst beeindruckt war von, oder naja, zugeben musste, dass 3 Millionen auf den Straßen ziemlich viel ist. Er hat gesagt, die Radikalität der Bewegung auf der Straße, ja, hat ist eine andere Qualität erreicht als zuvor. Das sehen wir zum Beispiel auch daran, dass heute nicht nur in den Großstädten gestreikt wird, in den Städten, die alle kennen, sondern auch in verschiedenen Kleinstädten. Zum Beispiel gibt es eine kleine Stadt, die heißt Foix, da haben 15.000 Menschen demonstriert. Genau. Et que du coup, cette massivité, elle s'explique par quelque chose qui est inédit, c'est qu'il y a une intersyndicale, c'est-à-dire que tous les syndicats aujourd'hui français appellent à une grève le même jour. Ils ont appelé du coup à 5 journées de mobilisation depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. Donc c'est une unité syndicale qui n'avait pas existé depuis 2010 en France, qui est évidemment un facteur aussi, en plus de tous les facteurs politiques que je disais, pour mobiliser largement dans toutes les entreprises et convoquer des grèves partout. Mais il faut voir que cette unité, elle amène aussi beaucoup de contradictions, puisqu'aujourd'hui, la direction actuelle du mouvement, c'est cette intersyndicale qui est dirigée par du coup Laurent Berger de la CFDT, qui est le syndicat le plus... c'est pas grave si tu dis pas son nom, je pense, qui est le syndicat le plus réformiste aujourd'hui en France et qui veut enfermer la mobilisation dans une mobilisation de pression vis-à-vis des institutions bourgeoises, c'est-à-dire convoquer les dates de mobilisation dans les journées importantes du Parlement, ou par exemple, là, la prochaine journée de mobilisation qui arrive le 7 mars, c'est le jour où va rentrer la loi dans le Sénat. Donc ça veut dire que cette même intersyndicale, elle est en train de mettre tous les efforts que font les travailleurs et les travailleuses pour se mettre en grève, avec des grèves monstres aujourd'hui en France, dans le fait de peut-être convaincre des sénateurs de droite de changer d'opinion sur une réforme qu'ils défendent en fait depuis des années. Et en plus, si ça suffisait pas, que le gouvernement a dit et redit qu'il ferait en fait tout, qu'il userait tous les mécanismes antidémocratiques pour pouvoir passer sa réforme. Donc on voit que cette stratégie de pression, elle a des conséquences dramatiques pour le mouvement et elle nous mène en fait vers une défaite si on continue comme ça. Bisher haben wir gesehen, dass verschiedene Gewerkschaften immer am gleichen Tag zum Streik aufgerufen haben. 5 Streiktage gab es jetzt insgesamt schon, diese Koordination zwischen verschiedenen Gewerkschaften und verschiedenen Gewerkschaftsverbänden gab es auf diese Art und Weise seit 2010 nicht mehr. Jetzt versuchen sie sozusagen richtig breit zu mobilisieren und sicherzustellen, dass in allen Firmen, allen Unternehmen Frankreichs gestreikt wird. Allerdings hat es auch gewisse Widersprüche, weil sie versuchen, die Streiktage auf Tage zu legen, an denen im Parlament über verschiedene Gesetze, also insbesondere das der Rentenreform, entschieden wird. Zum Beispiel der nächste Streiktag am 7. März, wo
in den Senat, sozusagen im Senat der Vorschlag der Rentenreform diskutiert wird. Das heißt, dass eigentlich die ganzen Anstrengungen, die die ArbeiterInnen in Frankreich im Rahmen der Streiks unternehmen, von ihren Führungen, also den Gewerkschaften in den Dienst gestellt werden, rechte PolitikerInnen dazu zu bringen, ihre Meinung zu ändern. Es ist sozusagen eine Strategie des Drucks ausübens, die sich aber schon als nicht fruchtbar herausgestellt hat. Die Regierung versucht sozusagen alle antidemokratischen Mittel ja, zu ergreifen, um den Streik einzuschränken. Und die rechten PolitikerInnen haben sich noch nicht überzeugen lassen, gegen die Rentenreform zu stimmen. Et pour donner un exemple, parce que l'intersyndicale aujourd'hui, elle joue un vrai rôle de contention du mouvement, ce qui fait que, pour revenir à ce que je disais sur la massivité, si bien on a un mouvement très très massif, aujourd'hui il y a peu d'auto-activité de la grève, c'est-à-dire qu'il y a les journées de mobilisation tous les 15 jours, mais entre-temps il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas d'assemblée générale des travailleurs et des travailleuses pour pouvoir discuter de pourquoi on fait grève, comment on fait grève, comment est-ce qu'on pourrait s'entraider pour pouvoir surmonter les difficultés de la grève, par exemple. Et ça, c'est le produit en fait, de cette stratégie de l'intersyndicale qui est de convoquer des journées isolées, donc 24 heures, puis ensuite 24 heures, puis ensuite 24 heures. Mais y compris, l'intersyndicale, elle joue un rôle concret, matériel, pour pouvoir empêcher la mobilisation d'aller plus loin. Et là, c'est en train de se voir de manière très concrète, puisque le 7 mars, c'est la prochaine journée de mobilisation. Et l'intersyndicale dit qu'il faut durcir le mouvement, mais n'appelle pas à une grève reconductible. Reconductible, ça veut dire qu'on fait grève un jour, on reprend le jour d'après. Ça paraît encore plus absurde quand on sait que le lendemain du 7 mars, c'est le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Donc, il y a plein de secteurs qui appellent à y compris se joindre en fait à la grève féministe ou en tout cas à la mobilisation féministe pour en faire une grève. L'intersyndicale dit non. Le 7, c'est pour les salaires. Le 8, c'est pour les femmes, pour les retraites. Pardon. De la même manière, l'intersyndicale refuse totalement de faire aucun lien entre la question, par exemple, des salaires, qui est en train de toucher beaucoup de travailleurs et de travailleuses, et la question des retraites. Et ça, c'est pareil, c'est un frein concret dans la mobilisation, puisqu'aujourd'hui, il y a plein de secteurs qui ont beaucoup plus de raisons de faire grève pour la question salariale, pour augmenter leur salaire, que pour défendre des retraites, puisque, et dernière chose, le système actuel de retraite, il fait que, par exemple, un travailleur immigré qui arrive à 30, 35 ans sur le territoire français, il ne pourra pas partir à la retraite à 62 ou à 64 ans, puisqu'il faudra qu'il travaille quand même 43 ans. C'est ça la règle. Donc en fait, si on n'a pas un programme offensif pour avoir des retraites pour tous les travailleurs précaires, immigrés, mais y compris pas que, on ne peut pas généraliser la grève. Ich werde ein Beispiel dafür geben, was ja, ich schon gesagt habe, sozusagen über diese Antersyndikal heißt das also die verschiedenen Gewerkschaften zusammen und ihre Koordinierungsinstanz. Wir stehen ja, wie gesagt, vor dieser massiven Bewegung, die sie aber nur alle 2 Wochen ungefähr zum Streik aufrufen. Und in der Zwischenzeit passiert eigentlich gar nichts. Sie rufen nicht zu Versammlungen auf, in denen sozusagen die Streikenden, auch wenn sie gerade gar nicht streiken, diskutieren könnten, wann sie streiken wollen, wie sie streiken wollen, was auch die Schwierigkeiten zum Beispiel des letzten Streiks waren und wie man sie überwinden könnte, etc. Sie fahren einfach weiter diese Strategie von diesen 24-Stunden-Streiks. Wir rufen euch jetzt 24 Stunden auf, in 15 Tagen wieder und dann 15 Tage später noch einmal. Und damit verhindert eigentlich die Gewerkschaftsführung und die verschiedenen, also ihre Zusammenhalt auch, dass die Bewegung weitergeht, als sie es bisher kann. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch der nächste Streiktag, der ist ja am 7. März. Wo ganz konkret sozusagen von der Landtagsfraktion schon gesagt wurde, dass sie den Streik zuspitzen möchten, aber eben nicht zu einem verlängerbaren Streik machen wollen, was eine Forderung ist, die durchaus existiert auf den Straßen. Das heißt, dass jeden Tag entschieden wird, ob man weiter streiken möchte oder nicht in solchen Versammlungen. Das wäre aber sehr angemessen, denn der Tag
Nach dem 7. März ist der 8. März, der internationale Frauenkampftag. Aber die Gewerkschaftsführungen entscheiden, diese Fragen strikt voneinander zu trennen. Der 7. ist gegen die Rentereform und der 8. ist für die Frauen und stellt dazwischen keine Verbindung her, obwohl es ja sehr viele Arbeiterinnen betrifft, die patriarchale Unterdrückung, von der Liam auch am Anfang gesprochen hat. Genauso trennen sie selbst klassisch gewerkschaftliche Sachen sozusagen von der Frage der Rentenreform. Streiks für höhere Löhne werden auch von den Streiks gegen die Rentenreform getrennt. Und dem ist auch hinzuzufügen, dass einige Leute gar nicht von ihnen mitgedacht werden, wenn man zum Beispiel nach Frankreich migriert und 30 Jahre alt ist, dann kann man gar nicht in den Ruhestand gehen mit 62 oder mit 64 Jahren. 64 wäre jetzt, wenn die Rentenreform durchgeht, weil man, um eine Rente zu erhalten, in Frankreich 43 Jahre lang gearbeitet haben muss. Das heißt, an die prekären Beschäftigten wird nicht gedacht. Et du coup, dans ce contexte, vous voyez bien que ce n'est pas possible de faire confiance à l'intersyndicale pour pouvoir organiser la lutte contre Macron. Et du coup, nous, avec Révolution Permanente et Le Point Levé, on essaye de tout le temps interpeller les directions syndicales, l'intersyndicale, pour leur dire qu'il faut un plan de bataille plus dur, qu'il faut rentrer à partir du 7 mars dans une grève reconductible. Il y a par ailleurs plein de secteurs. Aujourd'hui, on a appris qu'il y a l'intersyndicale du côté de la SNCF qui a appelé à une grève reconductible à partir du 7, mais il y a aussi d'autres secteurs de l'énergie, etc., qui appellent localement ou nationalement, mais pas tous les syndicats, etc. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de se passer autour du 7, donc il faudrait que toute l'intersyndicale se joigne à cet appel pour pouvoir préparer une reconductible, puisque c'est la seule manière de faire plier Macron, mais y compris, comme je disais, il est nécessaire d'élargir le programme, d'avoir un programme offensif, c'est quelque chose qu'on essaye de parler des salaires, de parler des questions de précarité étudiante et tout, pour pouvoir avoir plus de gens dans la grève. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on dit à l'intersyndicale, qu'on pense que ce n'est pas juste un problème, un petit problème, que c'est un vrai problème pour pouvoir convaincre plus de travailleurs et de travailleuses de se mettre en grève. On essaye de faire ça depuis les endroits où on a des camarades qui travaillent dans la SNCF, dans la RATP, dans les raffineries, etc. Mais on pense que on a fait par exemple une tribune dans un journal avec plus de 200 syndicalistes qui ont signé la tribune, mais aussi des personnalités publiques, des philosophes, des actrices, etc., qui interpellaient les directions syndicales sur cette nécessité d'avoir un plan de bataille plus dur, d'avoir un programme offensif qui permette d'unifier tous les secteurs pour construire une grève générale, en fait, à partir du 7 et du 8 mars. Pardon, j'ai fait un peu long. En fait, on t'écoute bizarre. Mais non, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. C'est bon ? Ouais, comme ça, c'est mieux. Man sieht also, dass in diesem Kontext es gar nicht so einfach ist, den Streik zu organisieren oder dass sich sozusagen auch über die Gewerkschaften der Streik, so wie es ihn bräuchte, nicht organisieren lässt. Deswegen machen wir von Révolution Permanente und Le Point Levé, das ist eine Studiengruppierung von Révolution Permanente, Entschuldigung, das habe ich am Anfang nicht gesagt, setzen wir die ganze Zeit die Gewerkschaftsführung unter Druck und versuchen, ihnen einen Kampfplan aufzuerlegen, der halt viel härter ist und diese Frage des verlängerbaren Streiks aufwirft. Wir haben auch schon einige Leute dafür gewonnen, zum Beispiel von der französischen Bahn oder auch vom Energiesektor, teilweise sozusagen deren bundesweite Vertretung, teilweise deren lokale Vertretungen und sagen sozusagen, dass aber die komplette Landessyndikale, also diese Gewerkschaftskoordinierung, dazu aufrufen muss, dass der Streik von den Beschäftigten, selbst von den Streikenden selbst, jeden Tag verlängerbar ist. Wir versuchen aber auch, dass sie ihr Programm verbreitern und es erweitern sozusagen, sodass sich auch prekär Beschäftigte davon angesprochen fühlen, Studis davon angesprochen fühlen. Wir denken, viel mehr Leute müssen streiken, um zu siegen. Wir denken, dass es sich hier nicht um ein kleines Problem handelt. Und deshalb versuchen wir von den Orten aus, an denen wir sind, diesen Druck auszuüben, zum Beispiel auch von
der Parisischen Bahn, also so vielleicht vergleichbar mit der BVG hier in Berlin, wo einige Genossinnen von uns arbeiten, von Raffinerien aus, von ja, Stellungen, die wir haben in der ArbeiterInnenbewegung. Wir haben auch letztens eine ja, Versammlung organisiert mit 250 Leuten, AktivistInnen, Bekannten, Philosophen auch unter anderem, wo wir auch ein sehr offensives Programm vorgeschlagen haben, das unter anderem beinhaltet, dass die verschiedenen Sektoren miteinander gegen die Rentenreform vereint werden müssen. Du coup, cette bataille-là qu'on est en train de mener, on la mène particulièrement dans la jeunesse, puisqu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui est en train de commencer du coup, dans les universités. Ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu de mouvement étudiant comme on a pu en connaître en France, des grands mouvements. J'imagine que vous connaissez peut-être mai 68, mais la dernière grande victoire, en tout cas, du mouvement étudiant en France, c'est 2006. Et aujourd'hui, on a une problématique puisqu'il y a énormément de jeunes qui sont dans la rue, qui vont aux manifestations, beaucoup, beaucoup de jeunes, lycéens, de la fac, etc. Mais très peu de jeunes qui viennent aux assemblées générales qu'on fait sur les universités. Donc ça, évidemment, c'est une des conséquences de la politique de l'intersyndicale, comme je disais, puisque quelqu'un ne va pas venir dans une assemblée générale si ce n'est pas... si ça ne va pas lui permettre de décider quand est-ce que c'est la prochaine date de mobilisation, ni comment est-ce qu'il va pouvoir se mobiliser. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à voir, le rôle concret que joue la bureaucratie dans ça. Mais en même temps, la jeunesse, historiquement, elle a su jouer aussi un rôle pour, par sa radicalité, parce que les jeunes aujourd'hui qui sortent dans la rue contre la réforme des retraites, ils sortent aussi contre tout le système qu'ils ont beaucoup critiqué dans les dernières années, que ce soit dans les manifestations féministes, antiracistes, écologiques, qui étaient très critiques du système capitaliste. Donc, c'est avec toutes ces revendications-là aussi qu'ils sortent dans la rue. Et donc, cette radicalité-là, elle peut aider à bousculer justement l'intersyndicale. En 2016, lors d'un autre mouvement de lutte des classes, c'était une coordination nationale de la jeunesse qui était structurée de toutes les assemblées générales, qui avait permis d'appeler à une journée de mobilisation pour durcir le mouvement qui avait imposé ça à l'intersyndicale. Et donc, nous, dans les universités, on essaye de construire cette perspective, de voir comment est-ce que la jeunesse, par sa radicalité, parce que les jeunes, ils ne veulent pas rentrer chez eux pendant 15 jours et après ressortir tous les 15 jours quand l'intersyndicale leur demande, peut impacter les directions syndicales actuelles du mouvement. Dieser Kampf, den wir gerade führen, wird auch massiv von der Jugend in Frankreich mit angeführt. An den Unis hatten wir ja in den letzten 5 Jahren eigentlich keine krasse Studi-Bewegung, historisch aber natürlich schon. Ich gehe davon aus, dass ihr alle, dass euch allen 1968 ein Begriff ist, aber auch 2006 gab es eine riesige Studi-Bewegung in Frankreich. Heute sind wieder viele Jugendliche auf der Straße, viele Schülerinnen und Schüler, viele Studis. Aber wenige kommen zu den Vollversammlungen, die es gibt an Schulen und Universitäten. Das ist aber als Konsequenz zu verstehen, als eine direkte Konsequenz der Politik der Intersyndikalen, die sich halt keine Gedanken darüber macht, dass ja, Schülis und Studis sich in der Situation befinden, dass sie gar nicht wissen, wie genau sie sich eigentlich organisieren können. Wo es gibt keinen Ort, an dem zwischendurch diskutiert wird, wie gesagt, auch nicht in der Jugend, weil es nicht organisiert wird von der Bürokratie. Aber wenn wir uns die Studi-Bewegungen in Frankreich in der Vergangenheit angucken, dann sehen wir, dass sie historisch eine schon sehr wichtige Rolle gespielt haben. Heute ist es wieder so, dass die Jugend eigentlich nicht nur gegen die Rentenreform und gegen auf die Straße geht, sondern auch gegen das System. In den letzten Jahren waren sie viel auf den Straßen für im Rahmen sozusagen von feministischen Demonstrationen, von antirassistischen Demonstrationen, von ja, klimapolitischen Demonstrationen und tragen alle diese Forderungen heute wieder mit auf die Straße und setzen damit ja auch die Gewerkschaftskoordination massiv unter Druck, sozusagen die Streikstrategie zuzuspitzen, in dem Sinne auch des Programms, also es wieder zu erweitern. Wir bauen uns an den Universitäten mit dieser Perspektive auf, dass wir halt sagen, wir brauchen in der Zwischenzeit
ja, eine Art Kampfplan auch, der sich schon in die Tat umsetzt, damit nicht sozusagen Studis 2 Wochen ja, zu Hause sind und dann alle 2 Wochen auf die Straße gehen. Ja. C'est bon, si je dis encore 2 trucs, après on passe aux autres choses, non? Oui. Du coup, la jeunesse, elle peut jouer ce rôle, comme je disais, de radicaliser les mobilisations sur le rythme, mais aussi sur les revendications. Mais il faut voir que le rôle qu'on est en train de jouer aussi dans la jeunesse, il est aussi important. Par exemple, ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a organisé des manifestations sauvages ce jeudi 23 février à Paris et à Toulouse, non seulement pour montrer que la jeunesse, elle ne prenait pas de vacances et qu'elle était déterminée pour préparer la mobilisation du 7 mars. Ça, on l'a organisé du coup dans les assemblées générales avec toutes les organisations du mouvement étudiant, mais aussi le but, c'était de visibiliser les revendications qui étaient propres à la jeunesse. Par exemple, la question de la précarité étudiante qui est aujourd'hui très importante et qui est une raison de plus pour sortir dans la rue. Pour dire un petit peu aussi un autre rôle que peut jouer la jeunesse dans les mouvements de lutte des classes, c'est la question de l'exemplarité vis-à-vis du mouvement ouvrier. Historiquement, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que quand les jeunes ils s'organisent en assemblée générale, c'est-à-dire en fait qu'il y a un cadre démocratique pour pouvoir décider de comment est-ce qu'on va faire grève, comment est-ce qu'on va se mobiliser, autour de quoi, avec des votes à main levée, etc. Ça peut aussi impacter le mouvement ouvrier pour pouvoir s'inspirer de ces méthodes-là et commencer à s'organiser. Et ça, c'est quelque chose de très important, puisqu'aujourd'hui, dans le mouvement, s'il n'y a pas d'auto-organisation, c'est-à-dire d'activité des grévistes indépendamment des jours de grève demandés par l'intersyndicale, c'est le meilleur cadeau, en réalité, qu'on puisse faire à Macron, qui, si on allie en fait toute la massivité en ce moment qu'il y a dans la rue avec une radicalité qui peut exister, qui n'a les moyens d'exister que s'il y a de l'auto-organisation, ne tiendra pas longtemps pour défendre sa réforme. Die Jugend kann also die aktuellen Streiks radikalisieren, also sowohl inhaltlich als auch zum Beispiel vom Rhythmus her, und deshalb eine sehr wichtige Rolle spielen. Wir haben zum Beispiel Ende Februar auch einige Demonstrationen, unter anderem in Paris organisiert, in denen wir auch ganz konkret die Streiktage vorbereitet haben, zusammen mit anderen Studiorganisationen, um unsere Forderungen, also spezifisch als Studierende und als Jugend, auch viel expliziter in den Streik einzubringen. Es gibt auch historisch gute Beispiele für die Verbindung von der Studierendenbewegung und der Arbeiterinnenbewegung in Frankreich. Zum Beispiel ist ja die Methode eigentlich von Vollversammlungen, wo ganz demokratisch diskutiert wird und dann ja auch entschieden wird, wie organisieren wir uns, was genau machen wir, wann machen wir das, wo machen wir das, warum machen wir das, mit wem machen wir das, etc. Eine, die die Arbeiterinnenklasse inspirieren kann, genau das auch zu tun. Deswegen ist es eigentlich unsere stärkste Waffe, an den Streiktagen selbst diese guten Beispiele der Selbstorganisierung, der tatsächlich basisdemokratischen Selbstorganisierung aufzuzeigen. Et du coup, pour finir, nous, avec Révolution Permanente et Le Point Levé, on est en train de construire cette perspective dans tous les endroits où on est, comme je le disais, mais aussi plus largement. On voit que nous, on a fondé une nouvelle organisation en France en décembre, Révolution Permanente, et on est une nouvelle tradition aujourd'hui dans l'extrême-gauche française. Il y avait deux organisations qui étaient le NPA, le Nouveau Parti Anticapitaliste, et Lutte Ouvrière. On est en train de voir dans le mouvement que la perspective d'indépendance de classe, de construction d'une organisation en indépendance de classe qui bataille, qui met au cœur de sa stratégie la lutte contre les directions syndicales, c'est quelque chose de très nécessaire en France. Et on voit que dans le mouvement, il y a très peu d'organisations, il n'y a que nous en réalité, qui avons cette interpellation systématique des directions syndicales. Et pourquoi c'est grave, pourquoi c'est important? Parce que, comme je vous l'ai expliqué,
si personne ne dit rien sur les directions syndicales actuellement, en fait, il y a plein de gens qui vont faire grève et qui vont perdre à la fin. Ça veut dire qu'ils vont se démoraliser. Ça veut dire qu'aussi, ça donne plus de place en fait, à la droite aussi pour pouvoir... Si nous, on perd aujourd'hui, c'est aussi la droite qui gagne. Donc, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui la critique des directions syndicales et que c'est quelque chose qu'on est en train de voir qu'il y a très peu de partis de l'extrême gauche qui sont en train de le faire aujourd'hui. Et pareil du côté de la gauche plutôt réformiste, donc Mélenchon, qui aujourd'hui se range d'une certaine manière derrière la question des directions syndicales, en mettant tout l'effort dans la bataille à l'Assemblée nationale, et y compris en réactivant toutes les théories sur la question toutes les théories populistes en fait sur le fait que ça n'est pas la classe ouvrière qui est en capacité de bloquer le pays, mais le peuple. Toutes ces théories-là, elles se mettent en fait en échec par le simple fait que quand il y a un jour de grève, eh ben, il n'y a plus de train qui tourne, il n'y a plus d'école qui ouvre, il n'y a plus rien qui est produit dans le pays. Et on voit que c'est dans ces moments-là que le gouvernement commence à avoir peur. Et donc, du coup, c'est dans ce moment-là aussi de lutte des classes, avec Révolution Permanente, on est en train d'aussi construire notre organisation, continuer à convaincre plus de gens de rejoindre la perspective de la construction d'une organisation révolutionnaire pour gagner aujourd'hui contre Macron, mais aussi demain pour la révolution, puisque ça rime. Ein letzter Punkt noch meinerseits. Wir von Revolution Permanente und Le Point Levé, wie gesagt, werfen diese Perspektive an allen Orten auf, an denen wir sind, aber wir versuchen sie auch darüber hinaus aufzuwerfen. Wir haben im Dezember eine neue Organisation gegründet, eine neue revolutionäre Organisation, die heißt Revolution Permanente, permanente Revolution. Ja, unabhängig von anderen linken Organisationen, wie zum Beispiel der NPA, der Nouveau Parti Anticapitaliste, der neuen antikapitalistischen Partei und Lutte Ouvrière, also ArbeiterInnenkampf, ich übersetze einfach deren Namen. Wir sehen aber auch heute, dass sozusagen es wenig linke Gruppen oder Parteien, um nicht zu sagen eigentlich außer uns, kaum eine gibt, die tatsächlich sozusagen die Unabhängigkeit der ArbeiterInnenklasse, das heißt, dass die Beschäftigten sich unabhängig von Parteien, von NGOs und von Unternehmen, von der Regierung, aber auch von ihren Gewerkschaftsführungen selbst organisieren, dass das aber notwendig ist angesichts des Handelns der Gewerkschaftsführungen heute. Wir machen das eigentlich kontinuierlich, dass wir sozusagen systematisch die Gewerkschaftsführungen in Frage stellen, aber auch herausfordern, mit den Dingen, die ich euch erzählt habe, weil wir denken, dass wenn wir diesen Kampf nicht gewinnen, sondern verlieren, dass Leute sich extrem demoralisieren werden und aus dieser Erfahrung sehr gekränkt herausgehen werden und nicht an ihre eigene Kraft glauben werden. Wir sehen zum Beispiel gleichzeitig auch Jean-Luc Mélenchon, der ist ein linker Reformist von La France Insoumise, die vielleicht mit der Linkspartei vergleichbar ist, und wie er alle Kraft halt nicht auf die Bewegung auf der Straße setzt, sondern auf den Kampf im Parlament, in der nationalen Versammlung sozusagen, dem Bundestag, wie er aber auch sagt, dass es halt, also er ist durch und durch Populist, er sagt nicht, die ArbeiterInnenklasse kann das Land lahmlegen, sondern das Volk, ganz so, als würde es niemanden geben, der die Züge und die Schiffe fährt, die Güter produzieren, niemanden transportieren, niemanden, der die Güter produziert. Während wir während des Streiks ja sehen, dass die Lahmlegung des Transports und der Produktion genau das ist, was der Regierung Angst macht. Wir versuchen deshalb in diesen Streiks mehr Leute für unsere Organisation oder überhaupt von der Perspektive, sich zu organisieren, zu überzeugen gegen Macron und letzten Endes natürlich auch für eine Revolution. Dankeschön.
Okay. Merci beaucoup, Alberta. Vielen Dank auch an Ines für die Übersetzung. Genau, also wir hatten uns überlegt, noch ein bisschen Spot dazulassen, falls ihr Nachfragen habt, dass ihr sie gerne stellen könnt. Ich glaube, im Chat wurde auch ein, zwei Fragen gestellt, aber könnt euch gerne auch melden. Ich kann ja schon mal die Fragen stellen, die schon reingekommen sind. Und währenddessen könnt ihr noch überlegen, ob es weitere Fragen gibt. Also zum einen wurde im Chat gefragt an Alberta, ob ihr auch gesellschaftliche Problematiken wie die Altersarmut von Frauen oder den demografischen Wandel durch die Berentung der geburtenstarken Jahrgänge benennt. Genau, dann hattest du ja gesprochen über Mélenchon ganz am Ende. Und vielleicht kannst du noch ein kleines bisschen mehr dazu sagen, was die Rolle der anderen Organisationen der Linken und der radikalen Linken, die du auch kurz erwähnt hast, in diesem Streik ist oder in dieser Bewegung. Genau, und eine dritte Frage war, dass genau du ja auch von der feministischen Bewegung gesprochen hast und dem 8. März. Und es gibt ja auch eine große antirassistische Bewegung in Frankreich und genau, wie versucht wird, oder wie die Gewerkschaftsbürokratie häufig versucht, diese Bewegung getrennt zu halten. Und vielleicht kannst du noch was dazu sagen, was eure Politik in Bezug auf diese Bewegung ist. Genau, und dann kam hier im Chat noch eine Frage. Ist der Krieg, die Aufrüstung oder Waffenlieferung ein Thema unter den Streikenden? Und was sagen die Gewerkschaftsführungen dazu? Ja, ich glaube, das sind tatsächlich schon relativ viele Fragen. Vielleicht können wir Alberta direkt um Antwort bitten. Soll ich das machen? Oui, maintenant. Pardon, j'ai pas compris si je devais répondre maintenant parce que comme on m'a appelé pour oui, ok. Sur la question de j'ai compris une question vaguement sur la question de la précarité des femmes et la question un peu de l'argument de la démographie. Bon, c'est un argument qu'on a entendu beaucoup de la part du gouvernement, le fait qu'il y aurait de plus en plus de gens qui sont vieux, enfin qui sont jeunes, enfin qui arrivent tard sur le marché du travail et qui du coup, il faudrait changer le système de retraite. Mais en réalité, nous, justement, pour faire le lien avec la question, ce qu'on met beaucoup en avant pour démonter cette chose-là, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est en Allemagne, mais en France, il y a 18% des jeunes minimum entre 18 et 25 ans qui sont au chômage. Et donc, on voit qu'en fait, le problème, ça n'est pas que les gens vieillissent de plus en plus, mais que si on partage le temps de travail, et que tout le monde travaille 4 heures par jour, 5 heures par semaine. Non, enfin bref, tu m'as compris. En réalité, ça pose totalement autrement la question de la répartition du travail dans notre société. Et que si aujourd'hui, ils ne veulent pas, enfin, s'ils veulent nous faire travailler plus longtemps, l'objectif, ce n'est pas tant qu'on travaille juste plus longtemps, mais c'est surtout qu'on ait des retraites de misère en réalité. Puisqu'il y a beaucoup de travail, et y compris surtout chez les femmes, des travails du nettoyage, travail de précaire et tout, qui ne peuvent même plus vivre à 67 ans. En France, 30% des travailleurs sont déjà morts à 62 ans, des travailleurs précaires. Donc, en réalité, la majorité des gens partent au chômage avant la retraite et que du coup, ils sont obligés d'avoir une pension, c'est-à-dire une retraite que l'État leur donne, qui est toute petite. Tu m'entends? Non? Oui? Je peux dire la deuxième question maintenant ou pas? Non, vas-y. Zu der Frage der Altersarmut,
der Altersarmut von Frauen sowie zum demografischen Wandel haben wir tatsächlich in Frankreich schon viel drüber gesprochen, weil es ein klassisches Argument eigentlich der Regierung ist, die sagen, so viele Leute sind alt, so viele Leute sind schon relativ alt, wenn sie sozusagen überhaupt erst anfangen zu arbeiten im Vergleich zu früher, und deswegen brauchen wir die Rentenreform und alle müssen länger arbeiten. Dabei denke ich eigentlich nicht, dass das der Fall ist. Vielmehr gibt es eigentlich ein Problem der Verteilung der Arbeit. In der Jugend sind ungefähr 25% heute arbeitslos. Ich denke, das ist das eigentliche Problem. Man müsste die Arbeit so aufteilen, natürlich bei gleichbleibendem Lohn, dass alle Arbeit haben, aber zum Beispiel nur 4 Stunden pro Tag arbeiten. Das wäre die viel bessere Lösung, als sozusagen unsere Renten zu kürzen bis zu einem Betrag, der uns eigentlich in die Misere treibt. Insbesondere die Leute, die wir in super prekären Beschäftigungsverhältnissen sind, was ja oft Frauen sind. Keine Ahnung, ein gutes Beispiel sind zum Beispiel Reinigerinnen, die eigentlich gar nicht die Chance haben, auch eine gerechte Rente zu beziehen, nicht nur, weil sie so niedrig ist, sondern weil 30% der prekär Beschäftigten in diesem Land mit 62 Jahren schon tot sind, weil die Arbeitsverhältnisse so schlecht sind. Après, sur la question de la guerre, le truc, c'est qu'au niveau européen, on voit qu'il n'y a pas encore eu de réponse sur le terrain de la lutte des classes à tout le réarmement impérialiste, si bien il y a eu des grèves, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, sur les conséquences de la guerre, c'est-à-dire l'inflation, les choses comme ça. Il est clair que c'est aussi beaucoup pour le rôle des directions syndicales. Pour dire en France, aujourd'hui, ça n'est pas quelque chose qui est dans les revendications, dans la tête en fait, des grévistes ou même des travailleurs en général. Mais il faut voir que ça vient aussi beaucoup du rôle des directions syndicales, puisque ces directions syndicales-là, elles ne veulent même pas faire du mouvement de la réforme des retraites un mouvement contre Macron. Elles disent on est contre une réforme du gouvernement Macron, mais on ne remet pas en cause tout le gouvernement. Alors qu'au contraire, par contre, ça, il y a plein de travailleurs qui ont envie de destituer Macron, d'en finir avec ce gouvernement de ministres corrompus, etc. etc. Et du coup, la politique, en conséquence de toutes les directions syndicales, mais y compris de toute la gauche en France, c'est de suivre ce que fait le gouvernement vis-à-vis de la guerre, c'est-à-dire voter un réarmement historique, ils augmentent de 30% le budget alloué à l'armée, ils veulent généraliser un service militaire qui avait été supprimé pour la jeunesse, et ça c'est très grave, ça par contre oui, dans la jeunesse on commence à avoir des signes de colère sur ça, mais surtout en réalité ils sont en train de toutes les directions syndicales et toute la gauche, de s'aligner derrière le gouvernement pour soutenir l'Ukraine et en fait envoyer plus d'armes à l'Ukraine, mais avec aucune indépendance vis-à-vis de l'OTAN et de tout le prétexte qui est en train d'être pris autour de la guerre en Ukraine pour pouvoir réarmer les pays impérialistes. Et pour nous, c'est un problème que toute la gauche se mette comme ça derrière le gouvernement impérialiste de Macron pour donner plus d'armes, pour le SNU, le service général, etc. Et on pense qu'il faudrait, de la même manière, on pense qu'il faudrait politiser ce mouvement contre la réforme des retraites, puisque pour pouvoir arrêter toute cette offensive impérialiste, il est clair que la seule solution, c'est de mettre 3 millions de personnes dans la rue qui exigent pas juste le retrait de la réforme des retraites, mais y compris des augmentations de salaire, la fin en fait, même y compris exiger que les 100 milliards d'euros qui aillent à l'armée aillent pour les retraites, pour les salaires, pour les services publics. Ça pourrait en fait mettre un coup d'arrêt au réarmement impérialiste actuel. Zu der Frage der Aufrüstung sehen wir eigentlich die Rückkehr des Klassenkampfes europaweit. Wir haben Streiks gesehen in Deutschland unter anderem, in Großbritannien, in Italien, obviously auch in Frankreich.
in denen sich schon gegen die Konsequenzen des Krieges gestellt wird. Also zum Beispiel die Inflation nicht, aber explizit gegen die Aufrüstung. Meiner Meinung nach ist es schon Schuld der Gewerkschaftsbürokratie, der Gewerkschaftsführungen, die, man muss sich nochmal vor Augen führen, was ich vorhin schon gesagt habe, also sie wollen den Kampf gegen die Rentenreform nicht zu einem Kampf gegen Macron sagen. Sie sagen, wir sind nicht gegen Macron, viele ArbeiterInnen haben ihn sogar gewählt, wir sind nur gegen die Reform und dafür mobilisieren wir euch. Und in dieser Linie sozusagen sehen wir eigentlich auch, dass die komplette französische Linke der Regierung folgt in einer Situation, in der diese Regierung den Militärhaushalt um 30% erhöht hat und den Militärservice, dass man wieder Wehrdienst, Wehrpflicht wieder einführen möchte, die die Jugend eigentlich einst abgewehrt hat. Also in der Vergangenheit gab sie in Frankreich und dann wurde dagegen gekämpft, insbesondere von Leuten, die sie hätten machen müssen, dass sie abgeschafft wird mit Erfolg. Alles nur, um die Ukraine zu unterstützen mit Waffen, so wie die komplette NATO. Für uns ist schon deshalb ein extremes Problem, dass die Linke sich da auf Macrons Seite stellt in Bezug auf Waffenlieferungen, in Bezug auf die Aufrüstung und in Bezug auf die komplette eigentlich imperialistische Offensive, der man in letzter Instanz natürlich nur entgegentreten kann, wenn wir es schaffen, dass die 3 Millionen in den Straßen Frankreichs gegen die Rentenreform oder wahlweise auch für höhere Löhne, also gegen die Inflation auch in den anderen Ländern, den Krieg als die Ursache sozusagen des Reallohnverlustes verstehen und anfangen, sich gegen diese imperialistische Offensive zu stellen. On m'a traduit la question dans le chat, là je peux répondre rapidement. Allez. C'est sur l'unité de la bourgeoisie ou pas vis-à-vis du mouvement de lutte en cours. La bourgeoisie française, le grand patronat français est majoritairement pour la réforme. C'est même un problème politique pour eux que la réforme n'ait pas encore été faite, puisqu'il y a eu de la résistance dans les dernières années en France, il y a eu de la lutte des classes qui a fait qu'ils n'ont pas réussi à avancer avec cette réforme. Après, évidemment, dans le Parlement actuellement, il y a une opposition au gouvernement du côté de l'extrême droite qui se dit vaguement contre la réforme, mais qui en réalité est très timide, puisque elles ont un programme économique libéral, tout autant libéral que Macron. Donc, si ça n'est pas 64 ans, ça soit 63, et c'est des questions assez, de manière stratégique, ils sont quand même pour la réforme. Et après, il y a d'autres secteurs de la gauche bourgeoise, du Parti socialiste français, qui, eux, sont contre la réforme, mais par contre, ne sont pas pour enlever les anciennes réformes qu'eux, ils ont fait passer, qui veulent nous faire travailler plus. Pour expliquer, en gros, il y a une loi qui est passée en 2014 par le Parti socialiste, qui est une loi qui veut faire travailler les gens 43 ans pour pouvoir partir à la retraite. C'est la loi que je vous disais tout à l'heure que pour nous, il faut supprimer cette loi-ci parce que sinon, on n'aura pas de retraite dans tous les cas. Et le Parti socialiste a la même rhétorique que le gouvernement actuellement de dire qu'on ne peut pas avoir un programme offensif et revenir à la retraite à 60 ans qui existe en France avec 37 annuités, c'est-à-dire 37 années travaillées. Donc en réalité qui à demi-mot soutient en fait y compris l'accélération même si elle s'oppose à l'âge plus loin actuel proposé par Macron en dernière instance ils veulent quand même nous faire travailler plus mais donc du coup de manière générale il y a des fissures un petit peu de forme dans le camp bourgeois mais ils sont tous pour une accélération en tout cas de la précarisation sur le terrain du travail. Zu der Frage, die gerade im Chat gestellt wurde, sehen wir eigentlich schon, dass die
französische Bourgeoisie, also die ganzen, ja, die ganze, das ganze Großbürgertum eigentlich vereinigt für die Reform ist, trotz des Widerstandes, den es auf den Straßen gibt, trotz ja, des Klassenkampfes. Im Parlament ja, sieht das so aus, dass wir eine Art Opposition haben seitens der extremen Linken, also der ganz Linken, die sich irgendwie vage gegen die Reform ausspricht, aber schon auf eine sehr schüchterne Art und Weise. Eigentlich könnte man auch sagen, dass sie in letzter Instanz durchaus auch für die Reform sind. Sie wollen da nur so Änderungsanträge für stellen. Sie sagen halt, ja, vielleicht nicht mit 64, sondern mit 63. Wir sehen aber auch, ja, in der, keine Ahnung, bürgerlichen Linken rund um die Sozialistische Partei, die SPD, dass die Vorschläge, also die Differenzen, die sie versuchen uns vorzugaukeln, dass sie sie irgendwie haben, da in der politischen Mitte eigentlich klein sind, weil genau die französische Sozialdemokratie vorschlägt, dass wir länger arbeiten müssen. Ich habe es vorhin schon gesagt, es sollen 43 Jahre sein, die man gearbeitet haben muss, um die Rente zu kriegen. Diesen Vorstoß müssen wir auf jeden Fall zurückschlagen, weil viele von uns einfach sonst gar keine Rente bekommen werden. Momentan sind es 37 Jahre. Ich bin auch ein bisschen durcheinander gekommen. Also vielleicht sind einige Leute irgendwie in Worten gegen Macrons Reform, aber in letzter Instanz nicht gegen das Projekt sozusagen, die Prekarisierung in diesem Land massiv zu beschleunigen. Ich glaube, es ist gerade wieder Internetprobleme gerade, aber ich glaube, das ist jetzt zu Ende, oder? Okay, vielen Dank nochmal. Genau, und weil wir ja auch schon gehört haben, in Frankreich eben in dermaßen Entfaltung auch die Streiks aufkommen, haben wir in Deutschland eine andere Situation, aber auch eben eine Situation, in der mehrere Streiks in unterschiedlichen Bereichen wie in den Krankenhäusern, an Flughäfen und so aufkommen und wir als Jugendliche hier auch eine wesentliche Rolle einnehmen können in diese Geschehnisse und deshalb will Tabea gleich auch noch was sagen, aus Berlin zugeschaltet und auch Sozialarbeiterin, liebe Genossin, kannst du weitermachen. Ja, danke schön. Ja, ich bin Tabea, ich studiere Bildungswissenschaften im Master an der FU in Berlin und arbeite als Sozialarbeiterin. Großes Danke an Alberta, dass du da bist und an Ines fürs Übersetzen, weil ich denke, dass es super zentral und wichtig ist, dass wir uns angucken, was gerade in Frankreich passiert, aber auch was nicht nur in Frankreich passiert, sondern auch im Rest von Europa, weil wir sehen nach 2,5, 3 Jahren Pandemie, ich verliere ein bisschen das Zeitgefühl, wann das eigentlich losging, dass der Klassenkampf zurück in Europa ist. In Großbritannien finden aktuell die größten Streiks seit Jahrzehnten statt. In Madrid haben neulich Hunderttausende für öffentliche Gesundheitsversorgung demonstriert und gestreikt. Und auch wenn sich die Situationen von Land zu Land unterscheiden, haben alle Streiks große Gemeinsamkeiten. Alle von diesen Streiks richten sich gegen Angriffe der Regierung auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen und gegen die Folgen der Inflation, die auch in allen Ländern unterschiedlich hoch, aber überall ein Thema ist. Liam hat es gerade schon gesagt, auch in Deutschland haben wir eine gewisse Welle von Arbeitskämpfen. Es ist gerade Tarifrunde im öffentlichen Dienst, was also Millionen Beschäftigte in Deutschland betrifft. Jetzt gerade stehen ja die Flughäfen Köln, Bonn und auch Düsseldorf still. Übermorgen am Mittwoch ist Streiktag der Auszubildenden. Wenn ihr irgendwie könnt, seid am Mittwoch am Start auf der Straße, um gerade auch die jungen ArbeiterInnen im öffentlichen Dienst dazu zu supporten. In Berlin streiken zum Beispiel die LehrerInnen für kleinere Klassen, also eine Forderung, die auch gar nicht auf einfach nur Löhne, sondern wirklich auf die Arbeitsbedingungen abzielt. Und auch die Beschäftigten der Post befinden sich ja im Streik.
Wie auch in Frankreich versuchen die Gewerkschaftsführungen hier, die Kämpfe voneinander getrennt zu halten. Das heißt, wir haben Situationen, wo an dem einen Tag der Sektor streikt und am nächsten der nächste, wo teilweise auch bei den aktuellen Streiks im öffentlichen Dienst je nach Bundesland an verschiedenen Tagen gestreikt wird. Und das dient natürlich dazu, dass die, ja, dass die Rhythmen verlangsamt werden, dass die Kämpfe kleiner bleiben, damit sie nicht aus dem Ruder laufen. Aber wir wollen genau das Gegenteil. Wir wollen, dass die Kämpfe aus dem Ruder laufen, weil wir eben nicht stehen bleiben wollen bei dem, was gerade möglich ist, sondern wir wollen darüber hinausgehen, um wirklich unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das heißt, wir wollen diese engen Grenzen überwinden, wie die Bürokratie in den Gewerkschaften, also diejenigen, die verhandeln und vermitteln, dabei nicht an die Entscheidung der Streikenden gebunden sind, sondern für sie entscheiden, diejenigen, die dafür bezahlt werden, einen Kompromiss mit den Kapitalistinnen zu finden, anstatt bedingungslos und demokratisch kontrolliert die Interessen der Arbeiterinnen durchzusetzen. Die Grenzen, die sie und auch die reformistischen Parteien und setzen wollen, die wollen wir überwinden. Das heißt zum einen, dass wir die Kämpfe miteinander verbinden müssen, also sektorenübergreifend, gewerkschaftsübergreifend. Das heißt aber auch zum anderen, dass wir die Kämpfe gegen die Inflation zu kämpfen, gegen die Regierung machen müssen. Denn es ist ihre Verantwortung, dass so viele von uns diesen Winter nicht heizen, aus Angst vor den Rechnungen, dass so viele von uns beim Blick auf die Preise im Supermarkt, keine Ahnung, ihren Augen nicht trauen. Die Regierung könnte Maßnahmen ergreifen, aber sie wollen die Profite der Kapitalistinnen halt nicht angreifen. Wir wollen das schon, weil wir eine Welt erkämpfen wollen, in der nicht mehr Großkonzerne Rekordgewinne machen mit Krieg und Aufrüstung und Krise. Und dafür ist es notwendig, dass wir uns nicht darauf einlassen, politische Forderungen aus Arbeitskämpfen rauszulassen. Weil wer subventioniert wird oder für wen 100 Milliarden oder noch mehr zur Verfügung stehen und in wessen Interesse dieses System funktioniert, das sind alles politische Fragen. Deshalb brauchen wir halt auch politische Forderungen, die ganz konkret die Profite der Kapitalistin angreifen. Forderungen in Verbindung mit dem Krieg und der Aufrüstung. Und dafür müssen wir uns selbst organisieren, wie Alberta gerade auch schon erzählt hat, ne? Sowohl in der Arbeiterinnenbewegung als auch in der Jugend. Dass wir uns zusammenschließen, dass wir in Versammlungen entscheiden, dass wir unsere Kämpfe selber führen und dass wir das nicht abgeben an irgendwelche bezahlten FunktionärInnen, OrganizerInnen, ExpertInnen, Kommissionen, die irgendwie für uns entscheiden, ohne dass sie wirklich die sind, die die Kämpfe führen. Dieses Beispiel, was Alberta gerade aufgemacht hat mit dem Streik am 7. Und nicht am 8., das ist ja was wir sehr gut kennen, auch in der aktuellen TVED-Runde und der Frage, wie können Kämpfe mit politischen Kämpfen verbunden werden. Wir von Rio, von der Organisation, die Klasse gegen Klasse herausgibt, versuchen in Deutschland in kleinen Beispielen so gut wir können, diese Selbstorganisation voranzutreiben. Zum Beispiel in der Arbeiterinnenbewegung im Kampf um den Kreißsaal in Neuperlach, das ist München, wo sich unsere Genossinnen zusammen mit ihren Kollegen gegen die im Zuge der Zentralisierung des Gesundheitssystems geplante Schließung von ihrem Kreißsaal gewehrt haben, wo wir einen Solidaritätskomitee initiiert haben, wo zum Beispiel Liam ja drin aktiv ist und wo jetzt zumindest ein Teilsieg errungen werden konnte, denn bis 2028 immerhin sollte Kreißsaal erhalten bleiben. Das heißt aber auch, dass der Kampf weitergehen muss. Wir sind auch aktiv in der Berliner Krankenhausbewegung, wo Genossinnen wie Yunus und Annika, die ja auch gerade beide da sind, aktiv sind und sich dafür einsetzen, als KrankenhausarbeiterInnen gegen Aufrüstung, gegen Waffenlieferungen sich zu positionieren. Sie versuchen davon, ihre Kolleginnen zu überzeugen, dass irgendwie auch ein Thema in den Streiks werden soll. Und auch in der Jugend, gerade an den Unis, setzen wir uns für die Selbstorganisation ein. Gerade die Unis sind Orte, die im kapitalistischen System eine wichtige und auch eine super spannende Rolle für uns als Revolutionären spielen. Hier werden nicht nur sowohl die zukünftigen ArbeiterInnen ausgebildet, sondern eben auch bürgerliche Ideologie produziert und reproduziert. Und bei Studis gibt es gar nicht so wenige, die schon mal was von Marx gehört haben und es vielleicht gar nicht so unsympathisch finden. Aber häufig bleibt der Marxismus an den Unis in der Regel entweder so Seminarmarxismus, also losgelöst von irgendwie jedweder Praxis, oder er wird verwischt mit postmodernen Einflüssen, wo Klasse dann so eine abstrakte Kategorie ist und irgendwie alles soll dekonstruiert werden und alles findet irgendwo im Abstrakten statt. Und es geht gar nicht mehr um den Klassenkampf. Wir wollen dagegen einen revolutionären Marxismus aufbauen, einen Marxismus, der kämpft, der Methode, Theorie und Praxis zeitgleich ist. Deswegen organisieren wir nicht nur Lesekreise, aber auch, kommt nächste Woche zu der nächsten Sitzung von Einführung in den Marxismus, Montag 19 Uhr, gleiche Uhrzeit, sondern machen eben auch praktische Politik, unterstützen zum Beispiel die Streikenden, sowohl die Mensa-Beschäftigten direkt an den Unis, als auch alle anderen, die gerade streiken, setzen uns für Vollversammlungen und in diesen Vollversammlungen für politische Forderungen ein. Und wir können aus Frankreich lernen, dass wir uns selbst organisieren müssen, um die bürokratische Kontrolle und
die Bremsung unserer Kämpfe zu überwinden, aber auch, wir können auch von ihnen lernen, was überhaupt unsere Rolle als Jugend sein kann. Dass wir auf der Straße in Verbindung mit der Arbeiterinnenbewegung kämpfen können gegen die Angriffe der Regierung. Wir wollen eine revolutionäre Jugend aufbauen und nicht eine Jugend, die stehen bleibt bei dem kleineren Übel. Denn das, was uns als kleineres Übel verkauft wird, ist zum Beispiel die Räumung von Lützerath. Und es ist ein System, was noch Dutzende weitere Lützeraths produzieren wird. Und es wird mitverwaltet von Parteien wie den Grünen oder auch der Linkspartei. Es ist nicht nur möglich, eine Welt zu erkämpfen, in der die Natur nicht weiter ausgebeutet wird und wir ASAP alle notwendigen Klimaschutzmaßnahmen ergreifen. Es ist so dringend notwendig. Und viele in unserem Alter haben resigniert. Ne? Ein nicht zu unterschätzender Teil der jungen Erwachsenen hat die FDP gewählt. Andere engagieren sich zwar, aber bleiben irgendwie stehen in der Unterstützung von fortschrittlichen oder linken Regierungen, wie es halt die Jugendorganisationen der Parteien tun. Aber auch diese Regierungen schieben ab, auch diese Regierungen unterstützen klimaschädliche Politik. Sie setzen den Volksentscheid zur Enteignung großer Immobilienkonzerne nicht um. Es sind halt immer noch kapitalistische Regierungen. Wir denken, dass der Platz der Jugend an der Seite der Arbeiterklasse im Kampf gegen das Kapital ist und nicht an der Seite der Regierung. Gemeinsam mit Arbeitern zu kämpfen, heißt aber nicht nur einfach von außen ihre Streiks zu supporten, sondern wie Alberta eben halt auch gesagt hat, sie auch mit unseren Themen, mit unseren Protestformen zu inspirieren und uns gemeinsam mit ihnen zu organisieren. Dafür brauchen wir eine Jugend, die nicht linken Populistinnen hinterherläuft, wie Mélenchon, von dem Alberta geredet hat, oder Sarah Wagenknecht. Ne? Diesen Samstag waren 20.000 Menschen in Berlin auf der Straße gegen Waffenlieferungen, was schon irgendwie ein Ausdruck ist, dass die Stimmung in Deutschland sich ein bisschen wandelt. Es gibt immer mehr Menschen, die gegen weitere Eskalation durch Waffenlieferungen sind, mehr Menschen, die irgendwie ganz schnell Frieden wollen. Aber diese Leute waren auf der Straße unter der Führung von Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer, deren Manifest für den Frieden nach rechts offen ist. Sie sagen Nein zum Krieg, aber sie sagen nicht klar Nein zur Aufrüstung. Sie sagen nicht Nein zur Stärkung des deutschen Imperialismus. Die Positionen von den Rechten und von Wagenknecht überschneiden sich auch darin, dass sie eine Rolle von Deutschland wollen, die stärker von der NATO und der USA unabhängig ist, aber auch ein stärkeres Deutschland. Und das ist nichts, was irgendwie was mit Anti-Imperialismus zu tun hat. Und auch Schwarzer ist transfeindlich, sie ist krass rassistisch, insbesondere antimuslimisch rassistisch und bietet damit für uns gar keine Alternative zu der reaktionären Außenpolitik mit irgendwie feministischem Anstrich von Baerbock. Mit solchen Positionen tragen Wagenknecht und Schwarzer halt dazu bei, dass Kräfte wie rassistische oder rechtsextreme Parteien wie AfD, Basis, dass die sich als Friedensparteien inszenieren können. Die sprechen dann auch für die Wiedereinführung der Wehrpflicht und für eine finanziell gut ausgestattete Bundeswehr. Und natürlich, innere Militarisierung darf in ihren Augen auch nicht fehlen. Für die Rassistinnen ist klar, je mehr, desto besser. Mehr Abschiebungen, mehr Bullen, mehr Abschottung. Wir denken, dass die ArbeiterInnen genau dagegen kämpfen müssen. Also eben nicht nur für höhere Löhne, sondern gegen den Krieg, gegen die Inflation, gegen die Klimakatastrophe, gegen Militarisierung und gegen rassistische Polizeigewalt. Für eine solche Perspektive kämpfen wir auch in den aktuellen TVÖD-Streiks und wir laden euch ein, das mit uns gemeinsam zu machen. Gerade angesichts des Jahrestags des Kriegs müssen aus den Streiks Mobilisierung gegen den Krieg werden. Deshalb schlagen wir von Rio und Klasse gegen Klasse auch eine Kampagne vor für Demonstrationen und Streiks, um klar zu sagen, weder Putin noch NATO, wir brauchen Streiks gegen Krieg, Aufrüstung und Inflation. Wir haben dafür so ein 5-Punkte-Programm geschrieben, was wir euch nachher noch schicken, wo der erste Punkt ist, dass die Streiks zusammengeführt und von den Streikenden selbst kontrolliert werden müssen, dass wir dafür die Gewerkschaftsführung konfrontiert müssen, die die Streiks getrennt halten und die Kriegspolitik der Regierung mittragen, dass wir uns gegen die SPD stellen müssen und auch gegen die Linkspartei, die alle diesen Kriegskurs und Kurs der militärischen Eskalation entweder aktiv mit pushen oder zumindest nicht klar dagegen kämpfen. Wir denken, dass es flächendeckende Betriebsversammlungen braucht, wo die Streikenden entscheiden, wann, wo, mit wem und wofür sie eigentlich streiken wollen. Wir müssen uns klar gegen die Aufrüstung der Bundeswehr stellen. Wir brauchen Geld für Klima, für Soziale statt für Aufrüstung. Wir müssen uns gegen die Werbeoffensiven von Bundeswehr an Schulen und Unis stellen, gegen militärische Forschung, also für Zivilklauseln zum Beispiel. Und wir müssen die Enteignung und die Umstellung der Produktion in der Rüstungsindustrie fordern. Wir stellen uns ganz klar gegen den Krieg, den Putin in der Ukraine führt, um seinen Einfluss auszuweiten. Wir stellen uns auch ganz klar gegen die Ambitionen von Zelensky und der NATO, die nicht die Interessen der dortigen Bevölkerung, sondern die des Kapitals vertreten. Der Chef vom US-Investmentfonds BlackRock, der sprach bereits davon, die Ukraine zu einem Leuchtturm des Kapitalismus machen zu wollen.
Eine wirklich fortschrittliche Lösung für die Bevölkerung in der Ukraine kann nur von den Arbeitern erkämpft werden. Das heißt, es braucht sowohl in Russland als auch in der Ukraine und den NATO-Staaten eine von den Regierungen unabhängige Position, die alles daran setzt, dass wir die Waffenlieferungen und die Aufrüstung stoppen und so endlich zu einem sofortigen Ende vom Krieg kommen. Wir stellen uns gegen die EU des Kapitals, gegen die mörderische Festung Europas, gerade jetzt. Wir brauchen offene Grenzen für Menschen statt für Waffen. Unsere Perspektive ist eine sozialistische Welt, für die wir in allen Ländern gemeinsam kämpfen. Und deshalb wollen wir auch in Deutschland eine Jugendorganisation aufbauen. Auch angelehnt natürlich an Le Pont Levé, von dem Alberta erzählt hat. Eine Jugendorganisation, die sich genau dieses Projekt auf die Fahne schreibt. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, geil, ich habe Bock, ich finde das Programm gut, schreibt uns gerne. Wir schicken gleich so eine Nachricht mit Kontaktmöglichkeiten. Und genau, lasst uns gemeinsam die Streiks unterstützen. Lasst uns gegen Krieg, Imperialismus, Militarismus kämpfen. Let's go. Vielen, vielen Dank, Tabea. Also ja, wir hatten überlegt, dass wir genau darüber auch diskutieren können.